zeitweiligen KPD-Vorsitzenden Ruth Fischer zum Thema: Recht habt ihr SS-Männer, wenn ihr das jüdische Kapital enteignen wollt, aber geht den entscheidenden Schritt weiter und macht es mit dem ganzen Kapital. In dieser Rede ist einer der gefährlichsten Gedanken angelegt, die in dem törichten Wort vom verkürzten Antikapitalismus liegt. Wer verkürzter Antikapitalismus sagt, meint ganz oft, der muss nur verlängert werden. Nein, der ist grundfalsch. Das ist eine Regression. Das ist ein reaktionärer Antikapitalismus und kein verkürzter, der da angelegt ist. Man könnte weitergehen über die Schlageterlinie, über das Geflänne, dass die Franzosen im Rheinland sind, über das Programm zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes, was ja 1930 dann immerhin die Aussage trifft, dass das deutsche Volk national nicht befreit ist, verbunden mit einer unfassbar und ungerechten und falschen Anklage gegen die Versailler Verträge, wie wir es heute in viel linker Rhetorik wieder hören, als seien nicht die Deutschen schuld am Nationalsozialismus, sondern die Versailler Verträge. Das ist ein Wunder, eine widerwärtige Projektion ist das bis zu vielen anderen Sachen mehr. Und ich glaube, und da, bevor ich das ausspreche, muss ich einen winzigen Einschub machen. Ich dünke mich auf den Schultern von Generationen von Linken und Antikapitalisten zu stehen, deren Geschichte so fehlerhaft und makelbehaftet ist wie meine eigene Biografie. Ich bin kein Totalitarismus-Theoretiker, ich habe keine Sehnsucht in mir, links und rechts zu verwechseln, so mangelhaft links auch immer gewesen sein mag. Und ganz bestimmt ist mein Respekt und meine Hochachtung vor dem Heroismus derer, die für eine klassenlosen Gesellschaft, ob als Anarchisten oder Kommunisten oder Rätekommunisten gekämpft haben, so groß, und vor ihrer Tapferkeit und Opferbereitschaft, wenn sie in Gefangenschaft waren oder ermordet wurden, dass all das, was ich jetzt sage, nur gesagt werden kann, wenn ich das vorweg gesagt habe. Ich glaube, jeder, der ernsthaft nachdenkt über Geschichte und die Gefahren von Querfront, muss sich eine Frage stellen. Wie ist es möglich gewesen, dass aus einer umkämpften, von politischen Auseinandersetzung und Klassenkämpfen zerrissenen Zeit der Weimarer Republik eine Volksgemeinschaft im Nationalsozialismus, das heißt eine fast vollständige Zustimmung zu diesem Regime, entstehen konnte? Was hat die ehemaligen Wähler der KPD, aber meinetwegen auch der Anhänger des Anarchismus oder der Opposition, KPO oder so etwas, bewegen können, Anhänger Hitlers und des Nationalsozialismus zu werden? Mit dieser dramatischen Frage verwechsel ich gewiss nicht Opfer und Täter, ganz gewiss nicht. Sondern ich sage, diese Frage zu stellen, gehört zu den lauteren Notwendigkeiten, wenn Linke über Geschichte nachdenken. Und es bedeutet immer auch die Frage zu stellen, wie viel Gleichheit, ohne es gleich zu machen oder gar Totalitarismus theoretisch zu vermusen, ist in kulturellen und anderen und politischen, sich auf die Nation berufenden Attitüden von Kommunisten und Nationalsozialisten anzutreten. Wie viel gemeinsame Freude am Marschieren in Reihe und Glied, wie viel gemeinsame Ablehnung von moderner, abstrakter, dekadenter, entarteter Kunst, wie viel gemeinsame Freude an der Degradierung von Menschen zum Ornament, wie wir es bei Olympiaden oder Reichsparteitagen kennen. Wo sind diese Dinge, damit nicht, damit wir die, auf deren Schultern wir auch stehen, schelten, sondern um zu begreifen, dass wir bei Querfront um keine Kleinigkeit sprechen. Daran anzuknüpfen, also dem Nationalismus Zucker zu geben, hat die schrecklichsten Dokumente der kommunistischen Bewegung nach 1945 erzeugt.
Ich will jetzt nicht diese ganzen Neujahrsbotschaften der KPD zum Thema raus mit der Besatzungsmacht und ihren Quislingen, Renegaten. Die Besatzungsmacht, für die Besatzungsmächte der Alliierten sind unsere Frauen und Mädchen freiwillig und schlimmste Dinge, die da drin standen. Ich will euch nur noch ein Beispiel geben. Nach 45, also im Jahr 48, gab es Kommunisten in Flensburg, also bei uns in Norddeutschland, die wollten, dass Flensburg dänisch wird. Eine schöne Forderung. Dänemark ein bisschen größer, Deutschland ein bisschen kleiner, kann ja wohl keiner was gegen haben. Die sind aus der KPD ausgeschlossen worden mit zwei Argumenten. Das erste Argument lautete, die Kommunistische Partei Deutschland gibt freiwillig keinen Fußbreit deutschen Bodens auf. Das konnten sie so in Schlesien wegen der Macht der Sowjetunion nicht ganz zur Anwendung bringen, aber gegen Dänemark. Und das zweite Argument, wörtlich im Ausschlussdokument, lautete, diesen Renegaten ginge es nur um ein besseres Leben. Da muss ich schon mal sagen, also das können wir Kommunisten wirklich keinem durchgehen lassen. Das besten Willen. Ich will nun die Frage stellen, warum müssen so viele, also warum sind die Wagenknechts und Gierkes und Pechs auf diesen Demonstrationen, als auch die Frage stellen, warum klingt es so völlig anders, wenn Jutta über Pegida spricht, als wenn irgend so ein Wahlpolitiker wie Gysi darüber spricht, der immer als erstes sagen muss, das sind nicht alles Nazis. Während Jutta als erstes das Wesen dieser neuen faschistischen oder faschistoiden Massenbewegung in den Vordergrund schritt, ist die Rhetorik der Entschuldigung eigentlich bei allen, die wissen, das sind irgendwie auch unsere Leute, irgendwie auch, immer allgegenwärtig. Und deswegen will ich euch mit zwei Sachen, und ich hoffe, dass ihr versteht, welche Bedeutung das hat und dass es keine Macke von mir ist. Vor einigen Jahren bin ich in den Laden, in die Zentrale der Linkspartei gegangen, und um dem Vorwurf zu entgehen, du hast dir jetzt wieder nach langen Suchen in tausend Archiven das allerschlimmste Dokument rausgefischt, um deine Polemik betreiben. Da bin ich also in deren Zentrale gegangen und habe gesagt, gebt mir das wichtigste Buch, das über eure Partei informiert. Also ich habe nicht die Auswahl getroffen, und mir wurde dann gegeben, dieses Buch, Überholt wird links, was kann, was will, was soll die Linkspartei. Ich will euch nur eine Passage zum Thema Nationalismus vorlesen. Es heißt hier gegen Ende im Schlusswort, erst wenn der Chef oder die Chefin einer deutschen Linkspartei von einem Rednerpult rufen kann, es lebe Deutschland, kann man behaupten, dass hierzulande normale Verhältnisse bestünden. Wir üben das nachher mal. Und weiter, ich lasse nur wenige Zeilen aus. Und darum sollten Linke, ich bitte euch auf jedes Wort zu achten, und darum sollten Linke nicht einem abstrakten Europäer oder unbehausten Weltbürger das Wort reden, sondern die Menschen in ihren konkreten ethnisch-kulturellen Beziehungen sehen. Wenn das nicht Schlüsselworte des Antisemitismus sind, dieser Hass auf den Kosmopoliten, dieses demonstrative Verwenden des Wortes unbehauster Weltbürger, jeder Nation gegenüber unzuverlässig, außer ihr wisst schon, diesem Rat der Weisen gegenüber natürlich nicht, aber dieser unbehauste Weltbürger als Klischee, nachdem vorgeschlagen wurde. Und ich hatte erst gedacht, ich mache mit euch auch ein Quiz, aber dann dachte ich, nein, das ist Quatsch. Es ist immer so eine rhetorisch billige Übung. Ich meine es nicht, sondern ich stelle aus zwei Büchern und diesem Hin und Her zwischen Gauweiler und Lafontaine in der Bild-Zeitung vier Gedanken und Zitate vor, die ebenfalls nicht mit der Lupe, ich suche nach dem Schlimmsten,
oder ich fahnde nach dem Schlimmsten gefunden wurden, sondern signifikant und wiederkehrend sind. Das Erste, und ich sage es gleich, ich halte alles für Pegida-kompatibel, um auch nicht irgendwie so zurückhaltend, ob da sich ein Fehler verbirgt oder sowas zu sagen. Die erste Frage betrifft die Fragestellung, wo sitzt der Feind? Sie wird beantwortet, wenn irgendwo die Spielhöllen des Casino-Kapitalismus stehen, dann in New York. Wenn Geld die Welt regiert, dann ist New York die Welthauptstadt. Permanent wird die Wall Street als Ort des Bösen, das Finanzkapital als dem moralisch dem Produzierenden Unterlegenen dargestellt. Und insbesondere ist die Liebe gut groß zum deutschen Mittelstand. Es ist eine der schrecklichsten Kapitalismuskritiken überhaupt, den Konzern anzugreifen und den Mittelstand wertzuschätzen. Wer seine wahre Arbeitskraft verkaufen muss, und das müssen ja fast alle, der Rest schlägt sich so durch oder eben auch nicht, dem gönne ich, bei einem Konzern angestellt zu sein und nicht bei diesen Schreckensfiguren von Klempnermeistern. Zweitens, die dauernde Behauptung der als berechtigt deklarierten Sorge um kulturelle Identität und die Beschwörung von Überfremdungsgefahr. Lafontaine schreibt, es ist auszurechnen, dass Europa spätestens Ende des 21. Jahrhunderts muslimische Mehrheiten in der Bevölkerung haben wird. Und weil nun mal entscheidend sei, welche kulturelle Identität Europa letztlich am Ende dieses Jahrhunderts haben wird, sei verständlich, dass, wenn in einer deutschen Stadt eine Moschee gebaut werden soll, sich viele Menschen um den Erhalt ihrer kulturellen Identität sorgen. Unsere Landsleute haben Angst vor Kriminalität, Einwanderung und Arbeitsplatzverlust. Eine wirklich schöne gleichrangige. In diesem Zusammenhang, das ist jetzt aus anderer Stelle, hat aber mit dem deutschen Bluts- und sonstigen Kulturreinheitsgebot zu tun, schreibt er, in diesem Zusammenhang gehört auch die Übernahme vieler englischer Wörter in die deutsche Sprache. Sie ist Indiz der geistigen Unterwerfung unter die Großmacht USA. Also, sagt nie wieder aus Versehen Spoiler zu dem Ding vorne links am Auto. Das heißt Windableitblech. In diesem erzreaktionären und auf Moritz Arndt und Turnvater Jahn zurückgehenden Verein Deutsche Sprache sind übrigens tatsächlich an der Spitze der ehemalige Fraktionsvorsitzende im Landtag Dr. Peter Porsch zahlreichste hohe Funktionäre der Linken. Drittens, das Thema, wer Antisemiten als solche bezeichnet, ist gemein. Ich finde einfach als klar nur einen Satz, Jürgen Möllemann ist kein Antisemit. Lafontaine protestiert dann, und zwar empört er sich, und kritisiert den Ausschluss des Antisemiten Homann, ihr erinnert euch, die Juden als Tätervolk, aus der CDU und schreibt das Urteil, bei uns dürfe man nichts gegen Juden sagen, hat die CDU mit ihrem Ausschluss Homanns bestärkt. Druck auf Merkel, die Homann ja auch hätte auch einmal nur ermahnen können, sei von im Verborgenen arbeitenden Kräften ausgeübt. Zitat, Vermutungen dazu sind schon im Umlauf. Alles, was Jutta gesagt hat, alles, ich brauche jetzt nicht mehr kommentieren, trifft auf diesen Gedanken zu. Jeder verschwörungstheoretische antisemitische Dreck
liegt in Vermutung, dazu sind schon im Umlauf. Denn so kodieren sie, was sie nicht aussprechen wollen. Und zuletzt, Israel ist der neben den USA am häufigsten negativ erwähnte Staat und der Vorwurf, Israel betreibe so wörtlich die Endlösung der Palästinenserfrage, wird erhoben. Das soll für die heutigen Zwecke genügen. Ich will aufhören damit, dass ich glaube, wenn die Linke einen ernsthaften Bruch mit der bestehenden Formation der Gesellschaft und diese Gesellschaft reproduziert, nicht nur als Akt von Vorurteilen oder Denkstrukturen oder falscher Ideologie, wie man so sagt, sondern aus ihrer Produktionsweise heraus, immer wieder Rassismus und Antisemitismus, wenn sie die Kraft nicht aufbringen wird, damit zu brechen, und das heißt auch untereinander nicht die Nonchalance zu pflegen, dass ein Mensch sonst aber ganz in Ordnung ist, nur leider diese antisemitische Macke hat, wird sie in den Zeiten, die vor uns liegen, keine relevante Kraft sein. Und ich will abschließend sagen, ich bin richtig erschrocken, wie nonchalant. Und wieder mit diesem praktischen Verständnis, dass das die Lage nun mal erfordert, in linken Blättern, ich habe jetzt gerade auf der Fahrt hierher den AK gelesen, also ein bisschen das Organ der interventionistischen Linken, wenn ich das sagen darf, wie nonchalant befürwortend damit umgegangen wird, dass diese Querfront in Griechenland, diese Zusammenarbeit von Syriza mit Antisemiten, Rassisten und Seminazis als plausibel erklärt wird, nur um sich seine linksdemokratischen Scheißprojektionen nicht kaputt machen zu lassen. Vielleicht ist dieses Bündnis schwerwiegender als alles, was da an möglichen sozialen Hin und Her noch stattfinden wird. Querfront ist überall. Ich kann nicht verstehen, wie Leute sozusagen analog zu dem, was mein Punkt 1 war, Beschönigung von Grauen in Deutschland, wie Leute die enge Partnerschaft vom Geliebten oder auch manchmal Geliebten, ich will niemanden fälschlich beschuldigen, Venezuela mit dem Iran kleinreden kann, zugunsten der These, dass doch aber in Venezuela immerhin der Analphabetismus gesunken ist oder die Ernährung von Subaltern verbessern und was alles stimmen macht. Und ich will deswegen sagen, dass der größte durch keinerlei Sandkastenspielerei, nein, ich will eins vorweg sagen, die sozusagen die Querfront im Alltag umzingelt uns, das müsst ihr begreift, die Querfront als Alltagserlebnis umzingelt uns. Heute ist es das Linke, das Leute, die sagen, sie seien links, mit Leuten, die gar nicht denken, dass sie links sind, eine Gaza-Solidaritätsflotte machen. Morgen ist irgendetwas anderes uns umzingelt in tausenden verbalen Äußerungen. Dass Leute, die sogar denken, sie machen Thomas Ebermann, von den sie sonst verachten. So, ich gehe ja manchmal zu Sportveranstaltungen, und dann wollen Reaktionäre auch mal was Nettes mir sagen. Die haben manchmal so Anfälle, weil wir vielleicht demselben Rennpferd die Daumen drücken oder sowas. Dann kommt einer auf mich zu und sagt, Thomas, wir stimmen ja nie überein. Aber diesen Ackermann mit diesem Zeichen, den und alle anderen Banker an die Wand. Ohne Verfahren, an die Wand. Und wer in dem Moment denkt, hier ist irgendwie immerhin schon mal ein bisschen verquerer, aber doch ganz erfreulicher Antikapitalismus im Spiel und das Faschistoide nicht sieht, macht alles, alles falsch. Und in nahezu jedem Sammelband über globalisierungskritische Bewegung und Attack muss ein Autor publizieren, der am Islam immerhin das Zinsverbot gut findet. Also auch das ist alles objektive Querfront. Und es ist jedenfalls eine Annäherung. Und ich will gar nicht gleichmacherisch sein und alles schlimm finden. Aber diese Alltagsscheiße, dass ich jetzt zum Beispiel den Traditionsverein besser als das Kunstprodukt finden soll. Also was soll mich veranlassen, für
für irgendeinen scheiß Traditionsverein, der im Nationalsozialismus prächtig zurechtkam, Partei zu ergreifen und zu Ungunsten von Hoffenheim. Was soll das? Was soll diese ständig mich belästigende Parteinahme zu Ungunsten von Shareholder Value und deutschem Kapitalismus? Manchmal denke ich, das Profitsystem haben die Deutschen erst durch die Globalisierung kennengelernt. Ich will abschließend und das wirklich abschließend sagen, der größte historische Querfront mit großen Auswirkungen und auch, wenn wir ehrlich sind, der größte moralische Bankrott von linker Politik überhaupt, egal wie deformiert sie war und egal was wir sonst sagen und verteidigen und nicht verteidigen können, das war der Hitler-Stalin-Pakt. Und wer da gedanklich drüber weggeht und sagt, naja, das war militärpolitisch notwendig und die hatten wohl noch 2 Jahre, brauchten sie noch, um zu rüsten oder die Schwerindustrie auf die Beine zu bringen. Der bildet zu meinem Verständnis von Linkssein, so gut man es kann und mit allen Fehlern behaftet, emanzipatorische Politik anzustreben und die Aufklärung dialektisch zu vollenden, wie man so sagt, trotz aller Beschädigung. Ein Antipoden und dieser Bruch muss vollzogen werden, da darf es kein, aber wir sind doch immerhin gemeinsam, wie Jutta vorhin gesagt hat, am Dienstag zugange mit Mülltrennung. Danke. Wir würden euch jetzt vorschlagen, dass wir das in der großen Runde beenden. Noch ein Hinweis, also jetzt dann fängt Autozynik an. Wir möchten euch das absolut ans Herz legen. Die Band ist solidarisch mit Jutta und die Band ist geil. Und auch der Christoph kommt nochmal auf die Bühne. Und wir möchten euch auch sagen, dass wir eine Weinbar aufgemacht haben, also im Raum 2, da am Gang links. Da bekommt ihr Wein aus dem Weingut Rothschild, roten und weißen. Und wenn ihr dort einen Wein trinkt, auch weil ihr vielleicht mal einen Rothschild-Wein probieren wollt, dann bleibt da, also bei Wein und Cocktails bleibt einfach heute Abend am meisten hängen, weil wir den Bierpreis ja auf 1,50, dass also jeder sich da irgendwie was leisten kann. Genau. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen, die ich euch sagen wollte. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Passt ein bisschen aufeinander auf. Es ist nämlich sehr eng und voll. Und feiert gescheit und danke, dass ihr da wart. Thomas, Jutta, alle anderen, vielen Dank. Schönen Abend. Ja.